Es ist Samstag, der 5. Juni 2021. Herzlich willkommen zu unserem Go for Peace Impuls. Ihr seht's schon, ich sitze mal wieder in meinem geliebten Oma-Stuhl, wie ich den immer nenne, und viele von euch kennen den ja schon. Vor über 35 Jahren hat mir diesen Sessel eine ältere Frau geschenkt, die dann sehr bald gestorben ist. Einfach, weil ihr Herz zu mir sprach und sie mich total mochte. Ich habe ihr immer die Kommunion vorbeigebracht, dann hat sie mir diesen Sessel geschenkt. Und es geht heute im Evangelium genau um so eine alte Frau, die auch ihr Herz hat sprechen lassen, aufgeschrieben im 12. Kapitel von Markus, die Verse 38 bis 44. Zunächst redet Jesus da von den Pharisäern und den Schriftgelehrten, die ganz schön viel Scheinheiligkeit an den Tag legen und große Worte machen. Und Jesus sagt: Richtet euch nicht nach ihnen. Und dann geht er in den Tempel und er sitzt dem Opferkasten gegenüber. Und dann sieht er auch, wie viele ganz viele reinwerfen, sich wichtig tun. Und da kommt eine arme Witwe. Und was sie tut, das rührt das Herz Jesu an. Denn sie wirft zwei kleine Münzen in den Opferkasten. Und dann ruft Jesus seine Jünger und sagte zu ihnen: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Also, was das Herz Jesu angerührt hat, das ist diese Frau, die einfach ihr Herz sprechen lässt. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwo mal dargestellt ist in der bildenden Kunst. Ich selber, ich kenne kein Bild oder keine Plastik von dieser Frau. Gibt es wahrscheinlich irgendwo, aber ich kenne sie nicht. Wenn ich Künstler wäre, ich würde diese Frau überall malen und ich würde sie aus dem knorrigsten Holz herausholen, damit ihr Lebenszeugnis bekannt wird. Genauso wie das einer älteren Frau hier, die bei uns zur Pfarrei gehört. Sie kommt immer wieder zur Messe mit ihrem Rollator und immer wieder gibt sie mir einen Schein und sagt: Sie wissen doch, für wen Sie es gut einsetzen können. Und ich weiß wirklich eine Menge Leute, wo ich es weitergeben kann, die sich dann sehr, sehr freuen. Auch das Herz dieser Frau rührt das Herz Jesu an. Also, es sind nicht unsere elendlangen Gebete, es sind nicht unsere großen Worte, es sind auch wahrscheinlich nicht unsere tollen Predigten, die das Herz Gottes berühren, sondern das Herz, das aus Liebe spricht und sich dem, der es braucht, ganz zuwendet, das hat das Herz Jesu bei dieser Frau total berührt. Deshalb unser Motto für heute: Lass dein Herz sprechen, let your heart speak. Euch einen schönen Tag.